Grüße zurück zu Generation Zero. Wir sind da im Bunker Saltheim wie das letzte Mal und wir werden uns nun auf die Suche machen nach diesem Passwort für den Computer. Suche in den Häusern der Mitglieder nach dem Passwort für den Computer. Und zwar 4 Stück. Ich schätze jetzt einmal, dass wir wieder mit viel Hand zu tun kriegen und den Rest sehen wir dann. Ja. So, gleich mal eins vorweg. Solltest du durch puren Zufall auf dieses Video kommen, kriegst du aus der Steiermark in Österreich. Ich bin vor ihm, bevor. Okay, wir hören. Ich hab das jetzt müssen einmal kurz anbringen. Leider werden die Dialektverweigerer immer mehr, muss ich leider sagen und gestehen. Ich bin jetzt 40, ich werde immer im Dialekt reden und das werde ich auch da beibehalten. Genau. So. Bei mir daheim redet man so und das werde ich auch beibehalten. Gut. Fangen wir an. Ich weiß, die junge Generation, die jetzt nachkommt, und ich habe zufällig mittlerweile schon herausgefunden, wo die Analysen sind, wo man da ein bisschen nachschauen kann. Und der größte Teil meiner Zuseher kommt aus Deutschland. Ist halt immer ein Problem, gell? Formulieren wir es anders. Es ist halt für die junge Generation jetzt in Deutschland zum Beispiel, die mit Dialekten nichts anfangen kann, ist es natürlich jetzt das erste Mal ein Schock, wenn du jetzt in einem Dialekt hörst und dann der Meinung bist, das ist kein Deutsch. Ist aber so. Das fange ich schon früher an. Wo ist denn der? Scherngartenregion. Ah, ein Hunter. Okay, der ist da hinten. Wenn ich es nicht vergesse, diese Aufnahme ist jetzt relativ aktuell. Ungefähr. Ich sage jetzt einmal 14 und 2, ungefähr 16 Stunden bevor diese Episode online geht. In meinem letzten Durchlauf mit diesem komischen, ich weiß nicht mehr, was das da für ein Update war, was da rausgebracht haben, habe ich schon ein bisschen länger gebraucht mit der Startregion, weil sie ja permanent überall diese FNIX-Dings da, diese Antennen aufgestellt gehabt haben. Ich glaube 7 oder 8 Stück in der ganzen Region, alle 30 Meter an. Ich meine, man kann es mit der Zeit übertreiben, auch ein bisschen, gell. Heute werden wir mal nur das Stickel da machen. Gell? Mal schauen, was kommt. Wir werden ein paar Häuser plündern. Wir brauchen Munition und so weiter und so fort. Der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Okay. Ja, sorry, ich habe jetzt einige Tage nichts mehr gespielt, weil ich auch keine Zeit gehabt habe. Eben wegen Schichtarbeit etc. Anita,
Var är du? Vi är manuskjutet i flera minuter. Jag försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom. Men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här. Anita lät helt panikslagen på svaren, eller hur? Hon får ju aldrig panik. Okej. Ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, da hat mir die erste Version der Erzählung besser gefallen. Muss ich schon sagen. Ja, wir beschreiten ja jetzt momentan ja zwei, wie sagt man, Story-Geschichtslinien oder Storylines, wurscht, wie du das jetzt immer nennen willst. Nennen wir es zwei Pfade in der Geschichte, genau. Die Therese und die Anita. Später kommt man noch, auf der Burg kommt noch das Militär dazu. Und später beim Übergang vom Ackerland in die Südküste kommt noch die Veronika dazu. Genau. Sind wir da schon bei vier Geschichtslinien? Okay. Ah, Gott. Wie gesagt, es gibt viel Kritik momentan an dem Spiel. Weil die Entwickler einfach, weiß ich nicht, in einer eigenen Welt leben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Entwickler nicht auf diesen Base-Building-Survival-Aspekt mit aufspringen wollen. So in diese Spiele wie Raft, Green Hell etc. Ich bin mir das nicht ganz sicher. So diese Early-Access-Spiele. Sie haben ja ein super Fundament eigentlich. Nur warum wird es nicht genutzt? Diese Frage stelle ich mir permanent. Kurz einen Blick. Kannst du da nicht reiben, den Scheiß. So. Was? Also wenn es auf YouTube so ein Verbrechen wäre, so zu sein, wie man ist, gell? Warte mal. 1, 2. Achso, das war. Okay, das Tonband war der erste Hinweis. Gut zu wissen. Schlösser knacken. Hätten wir, glaube ich, geskillt, gell? Na, da kommen wir erst hin, aber wir können ja trotzdem einmal da aufschauen. Ja, aber was ist, wenn ich zapfen? Einfach schau. Na, haben wir eh geskillt. So ist es ja auch wieder nicht. Boah, unser Charakter ist ja wirklich eine Wütsau. So, Halte öffnen. Und drin ist nichts. Gut, das haben wir eh gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sag das. Also, da hat das Spiel so viel gute Ansätze. Ich meine, mich stört es ja nicht, wenn es jetzt diese FNIX-Basen, das stört mich alles nicht. Aber ich kann mich nicht nur auf das drauf verlassen. So, wenn es soweit ist, werden wir das Thema nochmal auffassen, aber jetzt einmal nicht. Jetzt schauen wir doch noch ein bisschen weiterkommen, wir haben ja genug zu tun. Und wenn du das Spiel kennst, weißt du ja, wie groß die Karte ist. Und das ist jetzt mittlerweile mein 1, 2, ich glaube dritter Anlauf hier auf YouTube mit diesem Spiel. Gott, oh Gott, das Dirndl stöhnt mir ins Ohr. Da muss ich gerade aufpassen, dass nicht geil einer wird dabei. So. Na, ist er dauerbeschäftigt. Okay. Weil bevor sie nämlich da in diesen. Also der Scheiß. Bevor sie nämlich da angefangen hat, da gegen Roboter zu kämpfen, war sie ja beruflich tätig als Keuchhusten-Hotline-Telefonistin. Das hab ich jetzt schön formuliert. Wo hab ich das damals aufgeschnappt? Ich weiß aber, wo ich das her habe. Das mit der Keuchhusten-Hotline, das hat mir auf jeden Fall irre gut gefallen. Ja, und daher auch ihre etwas haugige Stimme. Also nein, geht ja gar nicht.
Sie hätte vor dem ganzen Debakel ja schon nicht reden können. Geil. Was ist das für Geräusch? Ja, dass da Runners sind, das war mir bekannt. Warte mal. Was haben die da für Geräusche eingebaut? Nicht. Ich finde aber den Synth-Pop, den sie im Hintergrund eingebaut haben, als Musik voll geil. Obwohl er mittlerweile eher der, ich sag einmal, schwarzmetallischen Musikrichtung angehöre, so Black Gaze, ja, solche Sachen. Nur. Ich muss schauen, dass ich das rauskriege. Ich hab da so ein komisches Schlieren drinnen. Na, wie gesagt, mir kommt vor, die Performance vom Spiel selber war vor diesem Resistance Update oder was es immer war, besser. Das Dumme an der MP10, das muss man unbedingt leveln. Oder unbedingt, ja, aufskillen, oder wie du das immer nennen willst. Dieses nach oben ziehen, das ist ein bisschen sehr nervig. Widerstandssprengpfeile braucht man nicht. Ansonsten haben wir da 40 Stück, ja, das geht. Ah ja. Nein, warte. Nehmen wir zur Vorsicht mit. Ist aber geil abgemischt. Nehmen wir auch mit. Das Funkerl nehmen wir mit. Das werden wir später eh brauchen. Das nehmen wir mit. Eine Basis werden wir uns aufbauen. Und der Rest ist mir dann wurscht. Da werden wir uns später dann einen Bunker suchen, der alles hat, was wir brauchen, und fertig. Da waren wir schon drinnen. Da erwarten uns noch ein paar Hundis und ein paar Wauwaus. In der nächsten Aufnahme. Werden wir uns die Burg nehmen, die Burg vornehmen. Das werden wir uns anschauen, dass wir auch gleich in Richtung der Geschichte weitergehen können. In puncto schwedisches Militär, genau. Ich weiß ja gar nicht. Wenn du das warst, die sowjetischen Maschinen kommen erst weiter um aus ins Spiel, gell? Was ich weiß.
Boah, Mädel, dein Gestöhne macht mir richtig an, hörst du? Aha. Die Lindgrenz. Das muss das Gebäude sein, ja. Sehr gut. Ha, Schurkenpack. So, Tür zu, hier will man sich konzentrieren. Hammargren. Ja, det är den där sura gubben. Han bor nere vid hamnen, tror jag. Jaha, är det vid Anitas hus? Hon flyttade tillbaka hit för ett par månader sedan bara. Föräldrarna börjar bli gamla och pappan har inte riktigt varit sig själv på sistone, så hon brukar alltid muntra upp mig när mitt liv är piss. Typ som när jag blev dumpad. Och det var ändå när hon själv låg i skilsmässa och precis hade fått diagnosen. Genau, okay. Kurz nach ihrer Diagnose. Ich weiß nicht, ob du das. Okay, jetzt verstehe ich den Ansatz, den sie da gewählt haben. Im Prinzip, mit der Therese führen sie auch die Anita ein bisschen mit mehr Tiefe ein. Es gibt nämlich, wenn du das nicht kennst, das Spiel, oder wenn du nicht weißt, was in Himfell abspielt, rund um die Anita, dann weißt du ja die Krankheit nicht, die sie hat. Beantwortet alles. Ich meine, auf die Krankheit wird nicht näher eingegangen, aber der Rollstuhl da draußen verrat alles. Sagen wir es jetzt einmal so. Wo ist eigentlich. Wir müssen dann nur später mal schauen, wo ist denn der scheiß Hand dahin? Na gut, unser Mädel, naja. Unser Keuchhusten-Telefonistin. Ha ha ha. Noch was. Achso. Da kriegst du gleich so viel Schaden. Warte mal kurz, vielleicht funktioniert's, dass es auf diese dünne Türkante oben aufspringt. Sehr gut. So haben wir es jetzt zwar nicht vorgestellt, aber wenn es unser Mädel so haben will, dann kann sie es gern so haben. Was haben wir da? Den haben wir da, den haben wir da. Passt. Zack, brack. Nix. Wo liegt denn der andere Hund? Der liegt ja da, gell? Da ist er. Oh! Das ist sogar Militärfassung. Militärversion. Ja, kurzer Fix. Ich bin sogar am überlegen, ob man halt die Punkte, ob man jetzt da im. Wie soll ich das jetzt erklären? Ich bin sogar am überlegen, ob man halt in der Scherngartenregion durchgehend alles machen, dort leveln.
und uns dann oben aus sie mit den wichtigsten Aspekten einmal der Geschichte befassen. Das könnte man natürlich auch machen. Ich habe mir irgendwann mal Listen gemacht mit Eckpfeiler der Geschichte von den ganzen Quark, was da passiert ist. Vielleicht finde ich es. Das tanzende Brett, ein Orkan zieht auf. Naja. Siehst du, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Achso, dann hat er durch die Explosion weggemöbelt. Gut. Ja. Es ist halt, was du weißt ungefähr, was oben aussieht, auf die zukommt. Ich bin halt mittlerweile der festen Überzeugung, hätte man nicht so eine riesige Open World gemacht, sondern hätte man daraus so eine Art wie RPG gemacht, wäre die ganze Geschichte wahrscheinlich... Verklagen wir. Ja, ich hab's rum mit nehmen. Oh, Herrgott. Die... so hemskt. Wir kommen inte hitta dem. Eller hur? Nö, das kann ich jetzt schon versprechen, wir werden sie nicht finden. Weil sie nämlich einen Abgang gemacht haben. Mhm. In die ewigen Jagdgründe, wenn man so schön sagt. Aber nicht als Jäger. Nö, als Beute. Weil selbst die Jäger in die ewigen Jagdgründe brauchen Beschäftigungstherapie. Genauso wie wir mit unseren, mit den ganzen Sammeln und vom Loot noch Munition, noch Waffen. Ja, na gut. Alles nur, dass wir weiterkommen, weißt? So, das nehmen wir. Das ist da herinnen. Erweitertes Kapitist. Genau, das nehmen wir mit. Die Kapitist, das wird später unser... die Kapitist wird... ist keine so schlechte Waffe. Ich habe mich schon, bevor ich mich da jetzt eingeloggt habe in den ganzen Scheiß, habe mich vorher ja schon geärgert, über das Spiel da angestürzt. Irgendwie habe ich es ein bisschen momentan. Ich meine, Fallout 4 ist momentan eh relativ gut im Griff. Hitta du lösenordet i datorn i skyddsrummet. Vi försöker med det då. Jag måste få veta. Aha. Peter Hammergrens Aufgabenliste. Eine Liste von Dingen, die Peter Hammergren, Koordinator der Nationalgarde für die Zivilverteidigung von Saltheim, zu erledigen hatte. Du hast sie in seinem Arbeitszimmer gefunden. Die Liste enthält den Benutzernamen und das Passwort für den Computer im Luftschutzbunker Saltheim. Zu erledigen. Nach Armeevorschriften überarbeiten, Evakuierungsplan ausdrucken. 3 Abzüge. Peter, Göster, Anita. Wegen Druckerreparatur. Östertörns Kontorsmaterial AB anrufen. Aha. Zivilverteidigungscomputer, Kennwort aus Sicherheitsgründen zu Kennwort 1 ändern. Benutzername bleibt gleich. Ziva. Naja. Leutnant Anderhage Waffen wie vereinbart ins Bereitschaftslager bringen lassen. Den Nachbarn nochmal einen unmissverständlichen Zettel wegen ihrer Kinder schreiben, diese Raudis. Fußball der Kinder kaputt stechen, Katze füttern. Peter Hammergren an Anita. Anita, ich habe die Evakuierungspläne auf dem Computer im Schutzraum überarbeitet. Sag Bescheid, wenn du einen Ausdruck willst. Ich habe auch das Kennwort geändert. Ruf mich an, wenn du es brauchst. Was haben wir da? Das haben wir schon. Die Kontaktliste, die kennen wir auch schon. Okay. Das ist der PC, wo wir hin müssen. Okay. Ja. Ja.
Nacht bricht herein. Ach schön. Für Gebäude haben wir denn jetzt noch immer eins. Aua. Ja. Also du siehst, unser Charakter ist gleich zerbrechlich wie die zwei, wie die Anit, wie die Astrid und der Will aus The Long Dark. Genau. Das für Geräusche. Es war jetzt so klar, dass die Drohne wieder leer ist. Da gibt's nichts. Nächste Gebäude müsste da hinten irgendwo sein. Ich glaube, das verbrannte. Okay, wenn du nicht willst, dass der Spieler irgendwo reingeht, mach einfach Bretter vor die Tür. Dann hast du nämlich die Gewissheit, dass er nicht reinkommt. Solche Hosenscheißer. Mach zu dir, Mädel. Wer mitspielt, muss sich an die Regeln halten, ja, das war mir eh klar. Da war sonst nichts mehr. Ui, eine kleine Kiste noch. Das braucht man halt. Es war ja eigentlich nicht geplant, dass jetzt so lang dauert, um Scheiß. Da waren wir schon. Wo ist jetzt das vierte Gebäude? Das kann ja nur das sein. Da haben die überschlauen Entwickler ja alles zugemacht. So, kurz lang Blick. Wo ist jetzt da dieser Rivale unterwegs? Oh, vielleicht kommt er uns entgegen. Okay, ich weiß, dass da eine Auseinandersetzung mit einigen Hunden kommt. So. Was haben wir da? Das Spiel hat ein paar Geräusche, die ich einfach noch nicht kenne. Was ist da hinten?
war ja nix. Kapiere jetzt nicht, was ich spüre, aus will. Ah, müssen wir in den Bunker. Okay. Achso, die Waffen. Kannst du die Waffen weg tun, unser Luder, unser Geiles? Nein. Warte mal, wo ist denn jetzt da? Das da? Gott. Där är du ju. Skönt att du lever. Nu kollar vi den här datorn. Snälla, kan vi försöka nu med lösenordet du hittade? Vi måste ta reda på vart de evakuerade alla. Så Salthamn civilförsvar kontaktade alltså armén, som bad dem samla alla vid Saltvallen. Det är idrottsplatsen. Den ligger jättenära. All right. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla ont i benet. Det var tufft nog att cykla hit. Jag stannar och stöttar dig härifrån. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa, du och jag. Det hade Anita gjort. Aha. Mir fällt nur eins auf, diesen NPC haben sie relativ schnell und relativ lieblos hingeklatscht. Ja. Aber bevor wir uns nun auf den Sportplatz begeben, werde ich mich auf euch verabschieden. Ich möchte die Episode noch ein bisschen hochladen und ein bisschen rendern und ein bisschen dort machen und ein bisschen da machen. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind, hätte ich gesagt. Ja, und wir werden einfach sehen, was zukünftig noch auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Baba!